Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ape Escape Saru Saru Big Mission, der ultimative Bonuspart, wo wir uns die ganz freigeschalteten Sachen anschauen. Den Bonuspart zum Gachi King Modus, der hat beim letzten Part alle Rahmen des Spiels. Und wir wurden auch immer Gachi King mit Gags. So witzig. Ja, alles aufgekauft. Okay, hier gibt's Filme zu sehen. Gut. Nehmen wir mal so zur Kenntnis, ne? Die Cutscenes. Ich weiß, die haben wir ja im Let's Play alle gesehen. Von daher. Ja, die Soundtracks. Den finde ich immer noch so witzig. Ja, da jetzt auch nochmal reinzuhören, ist ja auch Quatsch. Ihr wisst, ich liebe den Soundtrack. Ich finde ihn richtig gut. Gott, ist ja von den Gachi King Modus. Selbst die gibt es? Das ist voll. Das ist der Jingle so. Ja, du hast alle Affen gefallen. Der hier. Cool. Das Mainvieh. Also gefühlt jeden Soundtrack im Spiel gibt's ja. Wahrscheinlich wirklich jeden. Wenn so die Jingle drin sind. Nett. Ich mag den Soundtrack. So, jetzt. Concept Artworks. Let's go, ich blende mich aus. Seid ihr mich endlich los, Leute. Nach all den Jahren. Kakeru Natsumi. Der rote Affe. Mit seinem komischen Mammutgefährt. Der blaue Affe. Der guckt ja echt ein bisschen komisch. Sieht aus wie ein Frosch. Sein komisches Pferd. Das Gefährt, wo man drauf ist. Der einhörnige Bulle. Krass. Der gelbe Affe mit Hochzeitsschleier. Bitte nicht. Rosa Affe. Yandere-chan. Nehmen wir den weißen Affen. Seinen komischen Mobil. Keine Ahnung, was es ist. Ja, der Roboter aus Ape Escape 1. Modifiziert, I guess. Erinnert halt wirklich an den Ape Escape 1 Roboter, ne? Fisch! Fisch! Das sieht irgendwie lustig aus. Ja, hier sind die typischen Roboter. Robin Hood als Roboter. Und der starke Donkey Kong Roboter. Ich erinnere mich voll an Donkey Kong. Der existiert aber nur in den zweiten Level oder wo es war. So ein starker Gegner in einem der ersten Level. Heftig. Guck mal, der Fächer sieht wirklich aus wie von Juguliang. Das ist die Bürste. Die Feuerkanone, die Lanze. Was ist das denn da oben? Ja, das soll ja ein Schneemann sein. Das ist die Eis. Die Eiskanone. Boah, da richtig wie in Metal Gear, ey. So eine richtige krasse Waffe. Aber voll der fette Raketenwerfer. Die UFO-Kontrolleur. Dingsbums. Oben rechts. Das ist die Kanone von Spectre. Die wir in der Story aufgehalten haben. Ja. Das Labor. Beziehungsweise das Labor, was auch als Helm dient. Das Terminal. Kapselautomat. Du bist der Safe Room, I guess. Warum ist der eigentlich so ein Horrorbaum? Das bezieht sich doch aufs erste Level. Das habe ich noch nie verstanden. Gut, sind Konzeptzeichnungen, ne? Feuertempel. Sieht aus wie ein Eistempel. Ach nee, das ist diese eine Welt, das Museum. Hm. Ja, die goldene Statue. Oh Gott. Das alles zu erkennen, finde ich echt schwer. Ah doch, das ist der Level, wo man den See einfrieren musste. Der Level mit den Fließbändern. Der Level mit dem Weihnachtsmann, der Süßwaren-Level. Irgendwelche Tore. Oh nein. Nicht der Zeppelin-Level, bitte nicht. Wobei im Let's Play hatte ich keine Probleme. Ich habe die Stelle immer first tried. Komischerweise. Boah, das Tor unten links sieht creepy aus. Heftig. Okay. Das ist Simon Says. Gedöns. Ich glaube ja.
Und das war schon das Letzte. Okay. Hier haben wir die Wahlborx. Ich will mal Teleborg sagen, ich muss umdenken. Hä? Alle hochauflösen und dann kommt das. Hä, warum sind die nicht so hochauflösend? Ich meine, ich rende euch das in 4K. Ich kann ja auch mal versuchen, das zu übersetzen mit der tollen App, die eh nicht funktioniert. Bei solchen spezifischen Namen. Kongborg. Okay. Funktioniert ja doch. Yumiborg. Okay. Günborg. Was? Gunborg. Okay. Wüstenborg. Ey, das ist Young Fuck. Weil irgendwie ist Level Trap Town. Und er sah aus wie ein Verbrecher. Deswegen Young Fuck. Trapper, der Verbrecher im Namen hat. Desertborg R. Ist natürlich kein Verbrecher, aber er heißt also Young Fuck. Song Pipaok. Ja, jetzt steht da Zombieborg. Wupok. Okay. Der Fisch. Laderpoke. Okay. Laderborg S. Wieso ist das S? Ich dachte, der hier wäre schwächer als der. Aber ja, der ist wirklich kleiner. Scheinbar ist der Grüne stärker als der. Wow. Augenborg. Wow. Wieso Augenborg, nicht Boraborg oder so? Den will er gar nicht. Helipoke. Okay. Hammerborg. Ja. That makes sense, I guess. Drohborg. Weil er mir droht oder was? Butankoborg. Gesundheit. Warum heißt er nicht Schweineborg? Wahrscheinlich heißt es das. Frau Pork. Was? Wieso heißt es Frau Pork? So stelle ich mir keine Frau vor. Okay. Kann leider kein Japanisch. Hakoborg. Punchborg. Wie gesagt, manche Übersetzungen, falls ihr Japanisch könnt, schreibt es in den Kommentaren. Könnt ihr gerne korrigieren. Ich kann es leider mit Google Lens. Kanonenborg. Mensch. Lass mich raten. Bombenborg? Packborg. Hä? Wieso Pack? P-A-K. Hellborg. Das ist wirklich die Hölle auf Erden, wenn man dem begegnet. Gibt doch noch einen schlimmeren. Flyborg. Makes sense. Oh, die sind auch so gefährlich. Was heißt der denn? Lamprog? Okay. Ja, das hier, das ist der schlimmste Gegner. Sein Riesenschild. Tatteborg. Warum nicht Tanteborg? Tanteborg, hallo, ich bin die Tante. Wer heißt du? Avalenborg. Drohborg R. Reversed, oder was? Affenlader. Stimmt. Der Name fiel schon mal. Ja, gut, das ist Affen-Ufo wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Ich kann kein Japanisch, aber es steht wirklich Affen-Ufo. Das ist wahrscheinlich Sa-Hu. Cool. Und das war's. Kommen wir nun zum Affenbuch. Das wäre ja ein bisschen tricky, ne? Oh. Das wird sehr tricky. Was steht denn da jetzt alles? Ja, okay. Leute. Ich würde euch das wirklich gerne übersetzen, ne? Ach doch, da stehen die Namen. Also das oben rechts heißt Name. Und links daneben Shurui, was auch immer Shurui heißen soll. Steht immer Shurui. Hä? Shurui. Alles klar. Hier steht wieder Motto und Spruch. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Montag. Und das ist auch wirklich sein Name. Ja, und da unten sind halt Stats, die Google Lens nicht übersetzen möchte. Kogeki Dai Ryoku.
Schnelligkeit unten links. Bei den Stats und Kai. Gesundheit. Gut, dann belassen wir es bei den Namen. Dabada und sein Spruch ist: Ich mag den Geruch von Kaffee. Wer hätte es gedacht? Wishun. Ich glaube nicht, dass du Wishun heißt, aber okay. Wenn es passiert, trifft das Dinge. Nun zu ihm. Okay. Der Schlüssel ist schwer und schwierig. Schwierig zu benutzen, oder? Was meint der? Mondas. Jetzt kommt Pimko. Ah, das ist das Playboy Bunny Girl. Nein. Die blöde App ist schon wieder zu. Ich hasse es. Ich wünschte, ich könnte diese Zeichen einfach so lesen. Es fühlt sich an wie Pion. Oh Gott. Das ist Mukai. Fünfstöckiger Topf für den Innenbereich. Bitte was? Das klingt ein bisschen cursed. Mokchi. Achso, da steht immer Klassifikation Panzerfaust. Okay, das macht Sinn. Das erste so Klassifikation basically. Ich habe nicht genug Urlaub. Hauptsache, der Mazuka geht meinen Urlaub. Gewalt ist keine Lösung. Benny! Benny, das ist ein Typ! Ein Typ im Rotkäppchengewand. Jetzt habe ich alles gesehen, Leute. Schon wieder so ein Crossdresser. Es liegt so viel Hoffnung im Korb. Okay. Ups. Ach, das war der letzte. Na gut, das ist auch das erste Level. Gibt's ja nur 8 Affen. Gott, das wird echt lange dauern, mal 200. Wie gesagt, es ist ja nur ein Bonusbrat. Hallo? Salpen. Gott. Neben dem Haus meiner Eltern steht ein großes Gebäude. Okay. Das ist Ukiha. Und Ukiha sagt: Hey, Geschwindigkeit! Das ist wirklich Sonic. Das ist Moki. Und er sagt: Also, werd nicht böse. Hersteller. Wieso heißt du Hersteller? Wie nenne ich meinen Sohn? Hersteller. Okay. Versteckst du dich? Versteckt sich Proku? Heißt jetzt Proku oder Hersteller? Wieso Hersteller? Jetzt kommt Uki. Trinken Sie Wasser von Hana. Hana? Da wurde doch wieder irgendwas nicht übersetzt. Oder? Das ist irgendwie ein anderer Affe. Okko kommt jetzt. Risse im Territorium. Übrigens, unten sind mal die Fähigkeiten beschrieben, ne? Ins Wasser wandern, mit Händen kratzen, springen. Für die, die sich fragen, was steht da eigentlich? Hier mal John. Wow. Ein amerikanischer Name. Es fühlt sich gut an zu hängen, sagt er. Jetzt kommt Keita. Und er sagt: Mama Po Sammlerdon. Gesundheit. Sailor. Sailor Moon oder was? Sailor Moon habe ich anders im Kopf. Ich möchte zum Meer hinausgehen. Du bist Monster. Mukyuki. Heißt wirklich Mukyuki. Freiheit, auch in meinem Privatleben. Er hat so viel Freiheit, dass er aus der Space-Welt abgehauen ist. Und ins zweite Level gekommen ist. Drittes Level, der Feuertempel, Leute. Hier haben wir Salve. Und Salve sagt: Yamagomori Shukyukchu. Gesundheit. Hier ist Haruyuki. Bleibt oft in Bäumen stecken. Ach, das war der, der im Baum war. Fallschirmtyp. Morfu. Und Morfu sagt: Ich möchte springen. Ich habe Angst. Okay.
immer Patschin und Patschin sagt. Ich sehne mich danach, ein Fackelträger zu sein. Heute bist du ein Fackelträger. Oder meinte bei Olympiade. Wahrscheinlich bei Olympiade. Ukiao. Und Ukiao sagt, spielen Sie nicht mit dem Feuer, besonders nachts. Okay. Nehmen wir Wikin. Hey, hey, Wikin. Wenn ich ein Feuer sehe, kann ich nicht anders, als es zu löschen. Ach, mit dem Wind kann man auch Feuer ausmachen, ne? Hab ich gar nicht benutzt. Saron, Saron. Das ist klasse Ogi-Tänzer, interessant. Es gibt Nächte, in denen ich tanze. Wow. Tolle Info. Nehmen wir Orsa. Sie sagen irgendwo, wo es kein Feuer gibt? Wieder seltsam übersetzt. Hier war ein Gachi-Meister. Mit dem Namen Meisterbart. Boah. Aber guck mal, was der für ein Bart hat. Wie kann man den Meisterbart nennen? Oh Gott, ich sagte zu mal lieber nichts. Schlafplätze entstehen an unerwarteten Orten. Okay. Hier haben wir Sarkone. Manchmal werde ich übersprungen. Ja, weil er echt ein bisschen versteckt war, der Affe. Das ist cool, der Spruch. Der rote Affe. Volle Stats natürlich, ist ja klar. Lass mich raten. Wookie-Rot. Was? Du bist ein Wookie? Ihr Gehirn wird sich verjüngen. Alles klar. Wieso heißt der Wookie? Das Wookie ist japanische Wort. Nee, das kann ja nicht sein. Verrückte Affe höchstens. Ey, der übersetzt es nicht. Saltos. Es ist nicht Oliver. Ey, für mich ist es Oliver. Etwas Seltsames ist mir passiert. Stan, seine Kryptowährung verloren oder was? Börsenmakler. Da ist Oma. Hier ist Deutschwort Oma. Okay. Ist Mammut. Ist Mammut. Okay. Aufgeregt. Hä? Der Affe heißt aufgeregt? Aufgeregt. Okay. Jeden Tag dieses Tageslebens. Wie auch immer. Montan. Montana Black oder was? Von der Zierkreatur angegriffen. Ach so, der will die Höhlenmenschen abschießen oder was? Voll heftig irgendwie. Monchom. Monchom sagt, stark gegen Eisverbrennung. Was ist das, Rennen? Snowflake. Cooler Name. Es fängt an, sich seltsam anzufühlen. Was? Ich sag dazu mal lieber nichts. Klasse Reiter-Imitation, okay. Häuser. So ein Hügel im Vergleich zum Leben. Ach so, der sagt es wahrscheinlich, weil es zu kalt ist. Keine Ahnung. Esser. E-S-S-A. Wow. Ich mag keine kalten Orte. Aber bist du ein kalten Ort? Besser als die scheiß Hitze hier. Shimoyan. Das Mittagessen besteht aus handgemachten, geschabten Eis. Ja, behält man auf jeden Fall einen kühlen Kopf, I guess. Addison. Addison sagt, ein streitsüchtiger, aber romantische Person. Ja, manchmal sagt er gar nichts. Sind es einfach nur Beschreibungen. Markiki. Nicht Rafiki, Markiki. Schneiden Sie Bananen in kleine Stücke. Okay. Kagia. Laut, wegen Feuerwerk. Ach so, weil er jetzt Bomben geschmissen hat. I remember, oh ja, jetzt kommt Robin Hood. Der Robin. Wer heißt so eigentlich richtig? Mojak. Ja, Mojak. Ich habe das Ziel nie erreicht.
Nee, ging auch nicht. Mondo. Oh, der Ritter. Die Segnungen des Lebens. Was? Mujakchi. Das Herz eines Jungen wird nicht weggeworfen. Hä, aber wieso so ein Spruch, wenn er einen Pfeil im Kopf hat? Ich verstehe es nicht. Hier wieder so ein Gags. Wir hatten schon einen besseren Gags genommen im letzten Part. Kartenspiel. Ey, der wird nicht übersetzt. Kanachoro. Ich möchte mich eines Tages in ein Schloss schleichen. Und dann die Prinzessin... Oh, reden wir nicht drüber. Ich meine, Gags ist auch pervers. Shao Ye. Chinesischer Name, interessant. Sie müssen sich nicht um die Axt kümmern. Die Axt kümmert sich um dich, oder was? Arthur! Seit wann sieht King Arthur aus wie ein Biest? Ich verliere oft meine Schlüssel. Sieht aber nicht so aus. Den Schlüssel immer bei sich. Potter-san. Potter-san. So war er. Legen Sie den Scheitel schneller um als jeder andere. Noch ein Gags. Im Urin. Im Urin, oder was? Wird oft mit einem Molch verwechselt. Minuten, oder was? Minuten. Montero. Wenn du aufhörst, wird er dich töten. Ja, der war ein bisschen aggressiv, der Dude. Hallo, übersetz doch! Kief. Und Kief sagt, ich möchte auf den Kerl zielen, der da rennt. Den Ritter oder was? Da ist einfach Banane. Okay. Liebt Bananen so sehr, dass eine Banane sich getauft hat. Gib auf, wenn es zu schwierig ist. Dayo. Was für ein Name. Ich bin nicht dumm. Sagt er. Chuchan. Gott, das war auch so ein grausamer Affe, ne? Chikoyore, Chikoyore. Ah ja. Chikolore, Chikolore. Sudan. Du kannst mit Hachuo reden. Wer auch immer Hachuo ist. Und warum ist das die Klasse Osama? Ach, Osama, wahrscheinlich König. Ja, gut. Der Random Temple. Kiki. Abenteuerliebendes Kind. Das ist halt Indiana Jones, ne? Udantan. Oh, da stand gerade das zweite Magen. Kogeki wurde gerade mit Magen mal plötzlich übersetzt. Ich blinzle schneller. Hier haben wir Mamu. Ich kann nur Schnecken machen. Das war ja so langsam, ist wahrscheinlich. Guichi. Hammer ist zu schwer. Dann schmeiß nur weg. Idioti. Wenn sie sich anstrengen, wird es sich verheddern. So was? Ukiiko. Die Form des Mundes ist U. Hä? Hä? Ukihisa? Ja, ich schreibe eine SMS. Junge, er ist Skorpion, der mit Laserstrahlen schießt. Warum schreibt er eine SMS? Sarso. Schwachatmend. Ja, voller vergeudet ist. Ach ja, der Humor. Wie? Hä? Wie heißt der Affe? Ich kann es sagen. Der Affe heißt, ich kann es sagen. Okay. Ich verstehe, wie sich Curry anfühlt. Bitte was? Bitte was? Pencher. Ziehen Sie die Beschichtung von Ihren Herzen ab. Was? Das klingt irgendwie creepy. Meisterbart.
So heißt auch Meisterbart. Ich verstehe die Denkweise des Skorpions nicht. Naja, das schreibt halt eine SMS, ne? Den haben wir hier, den blauen Affen. Okay. Wookie Blau. Ich habe vergessen, es noch einmal zu sagen. Das ist ein Spruch. Mit der Betonung des blauen Affens. Ukitschis. Auch wenn ich Kälte empfindlich bin, bin ich mir dessen nicht bewusst. Bitte was? Bruktio. Auch wenn es ein vereister Hang ist. Läuft darüber, oder was? Weil es so schnell ist. Ja, komm, übersetz. Wie heißt du? Sartre. Klingt wie so ein Vampirname. Ich leide unter Frostbeulen. Oh, jetzt beschweren die sich wieder alle, weil es zu kalt ist. Lieber Kälte als Hitze. Der Typ heißt einfach Stein. Der ist einfach Stein. Steins Gate, oder was? Übersetzt den Spruch nicht. Malte halt ein Foto. Ich habe einmal einen Wurf verfehlt, sagt er. Mensch. Mit der Bombe und die selbst getroffene. Kennen wir ja. Kioske. Ich möchte ab und zu in sauberem Wasser schwimmen. Gut, dieses Fabrikwasser. Ich glaube nicht, dass es rein ist. Sagen wir es mal so. Kackers. Oh, ist das Kackers. Nicht Kacki Kackers. Auch Containerblöcke werden verschwinden. Bitte was? Das ist jetzt für eine tiefgründige Message. Mokcho. Gott, der mit der Gasmaske. Verunreinigen Sie das Wasser nicht. Das Wasser ist so verunreinigt, dass er mit einer Gasmaske schwimmen muss. Ich glaube, das ist der Witz. Du heißt Akio. Ja, Akio. Roboter sind ein ewiger Traum. Oh Gott, jetzt haben wir hier den Kakeo-Verschnitt. Gaggel. Wieder im Rampenlicht. Ja. Lang gedauert, ne? Dass er der Main-Character war. Tetsuo. Ich bin süchtig danach, in Konyori zu niesen. Was ist Konyori? Ich will das jetzt wissen. Das ist Konyori. Kikiel. Selbst am Förderband ist das ganz einfach. Die prahlen, dass sie gegen alles anrennen können, quasi. Das ist der Witz. Kurkuras. Ich habe die Angewohnheit, es nach rechts zu drehen. Das sagt viel über deine politische Ausrichtung aus. Nicht gerade sympathisch. Monscher. Eine besondere Küche ist Shikusen. Was ist Shikusen? Ist das irgendwie eine traditionell japanische Küche oder was? Shikusen. Herr W. Gibt's auch Herr Y und so? Shumi ist eine himmlische Kerze. Das sind solche japanische Insider. Das checkst du auch als westlicher Mensch gar nicht. Saloon heißt er einfach. Die Rolltreppe fährt auch rückwärts. Ossa Mosa. Es ist besser, es aufzubauen, als es zu zerstören. Jiljiel. Was ein geiler Name. Jiljiel. Klingt wirklich cool. Ich möchte etwas weiter nach links zielen. Ja, guck. Der hat auch seine politische Ausrichtung gefunden. Da ist einfach Sieg. Da ist einfach Sieg. In diesem Griff gibt es kein Spiel. Gabriel, Erzengel, du hast. Ja, stimmt, das war ja der Engel. Gibt es eine Zuckerwattenwolke? Hm. Nur im Videospiel oder Animes oder sonst wo. Das ist Lev. Der komische Fetischistenaffe. Es wird gesagt,
dass es eine Menge davon gibt. Was von Latexanzügen, auch von Fetischisten. Der Meisterbart. Sie können das auch ohne Kaugummi genießen. Die sind echt random, diese komischen Gatschi-Meisteraffen. Das ganze Spiel ist random. Safe Escape. Random japanischer Humor. Darum lieben wir es doch. Okay, jetzt muss ich leider wieder fotografieren. Tokiki. Das ist auch nicht übersetzt. Ist Yoshitsu gut? Was ist Yoshitsu? Krieg ich Schizophrenie? Robinmon. Pokémon. Pokémon ist out. Heutzutage spielen wir Robinmon. Ich möchte in einen Saftteich ertrinken. Bitte was? Gerade seinen Suizid angekündigt. Sarvo. Sarvo sagt, bevor ich es wusste, redete ich mit mir selbst. What? Choki. Der gerne Schokolade isst, oder was? Der Wind vom Föhn lässt deinen Kopf stinken. Was? Kenichi. Watashi wa Kenichi desu. Das war mal wieder seine Stimme. Hallo. Übersetzen bitte. Mach ich halt wieder ein Foto. Wird oft mit Halloween verwechselt. In den Kürbis oder was? Salcha. Lassen Sie beim Springen Ihr linkes Bein hängen. Wow. Monchi? Monchi sagt, beim Niesen erscheint das Weiße in ihren Augen. Das ist eklig. Ich sag dazu mal nichts. Michelle. Ja, die gibt ja auch eine Schelle. Eine Schelle von Michelle. Genau wie in Tekken. In einem verträumten Alter. Okay. Michelle. Ja, wieder so ein Engelsname. Die Art, wie du lachst, ist lustig. Okay. Nehme ich jetzt mal als Kompliment. Akira! Yay! Mein Namensverwandter. Akira. Cool, jetzt weiß ich mal, wie mein Name, meinen zweiten Namen schreibt. In Japanisch. Diese sieben mit diesem Ding. Dann das Jesuskreuz mit einem extra Ding da drinnen. Und dann die sieben mit einem Strich drüber. Und dazwischen noch ein Strich. Boah, das kann ich mir nie und nimmer merken. Bis zu drei Emojis. Boah. So drei Emojis. Tonassa. Ey, das ist Santa Claus. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo Ihr Haus ist. Das ist aber schlecht als Weihnachtsmann. J-Affe. Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Ihren Nachbarn. Bitte was? Schlechte Erfahrung gemacht? Oh nein. Wookie Gelb? Wookie Gelb. Sowohl Kuchen als auch Liebe sollten süß sein. Der ist auch nicht mehr ganz richtig im Kopf. Aber das wissen wir ja. Welche Affen sind überhaupt richtig im Kopf in dem Spiel? Oh, die wollen es wieder nicht übersetzen. Na gut. Lussa. Akamaki, Maki, Maki, Maki. Das steht doch so. What? Okay. Ich sag dazu jetzt mal nichts. Monstera. Ruhig verstecken. Von mir gibt's kein Verstecken. Pizar. Der Schiefturm von Pizar, oder was? Lass uns gehen. Der Affe heißt einfach Summen. Hält das Nachbarschaftsverhältnis. Okay. Mackie. Ich möchte einen Soundeffekt, wenn ich wütend bin. Den gibt's leider nicht. Pech gehabt. Gibt's nur in Ape Escape 3. Husal. Ah. Ich kann nicht auf die Vergangenheit zurückblicken. Ja, fühle ich. Vergangenheit ist mal doof. In den meisten Fällen.
Weil als Mensch entwickelt man sich ja weiter und willst dann nicht in die Vergangenheit gucken irgendwie. Keikoro. Ich mag es zuzusehen, wie sich die Dinge drehen. Okay. Mirako. Eigener Okkultismus. Okay. Ich misch mich da mal nicht ein, ne? Apollo. Apollo oder was? Wie die Rakete. Ich möchte ins Leben gerufen werden. Weit weg. Nomia. Was sagt er? Ich wurde nie beim Namen genannt. Doch jetzt gerade. Falls es überhaupt dein Name ist. Google Lens. Guy Cotton. Oh nein, das Java ist ein Charmpunkt. Oh nein, das ist auch der stärkste auf dem Spiel. Der hat gar nicht so krass Stats. Boah, mit dem hat ja meistens zu kämpfen. Der war echt böse. Traurig. Warum heißt du traurig? Ich strebe mein Debüt als Mitglied der Gesellschaft an. Bitte was? Basal. Die Luft ist dünn. Es ist kalt. Wieso beschweren sich alle über Kälte? Wann kommt der Erste, der sich über Hitze beschwert? Das bin nur ich, ne? Ich bin die Einzige, die Hitze hast. Okay, übersetzt den Namen wir noch nicht mehr. Yuko. Yuko-chan. Als ich anhielt, schlug ich mir den Kopf auf. What? Gut, ich muss jetzt immer ein Foto machen, leider. Nobuo. Nobuo Uematsu, oder was? Das ist unser Gex, der das Turnier gewonnen hat. In der Vergangenheit festhalten. Nein. Das Thema hatten wir eben. Momone. Wenn sie groß sein wollen, gehen sie Risiken ein. Ja, fühle ich. Okay, ich muss wieder ein Foto machen. Hey, yo! Hey, yo, was geht? Er ist einfach hey, yo. Juhu, die Sauerart ist teuer! Said no one ever. Isarun. Ich schätze, ich war dumm. Okay. Monkuru. Ich werde alles tun, wenn mir danach ist. Du drehst doch nur deine Kurbel. Banner. Da ist einfach Banner. Wenn sie unzufrieden sind, wenden sie sich einfach an mich. Und dann gebe ich ihnen die Raketenwerfer oder was. Mones. Ich möchte mit Nikyukyu. Was? Gibt wieder keinen Sinn. Ich möchte mit Nikyukyu blocken. Okay. Aber der war wichtig, der Wolf. Denn da konnte man am besten Geld farmen. Der Fall ist einfach Salami. Ich möchte ein aufregendes Leben führen. Kikitaro. Nur im Winter kann es heller gemacht werden. Ja, durch den Schnee, ne? Jetzt haben wir immer ein bisschen heller. Oh Gott, jetzt kommen die Zombies. Bin gespannt, wie King Vampire ist. Raymond! Selbst wenn die Senaka treffen, werden sie es nicht bemerken. Wer ist Senaka? Nagamonri. Tokyosos Held. Geizhals. Der ist einfach Geizhals, okay. Es tut weh, wenn Leute mich roh nennen. Was? Oh Gott. Oh, der ist Affe. Sehr kreativer Name. Affe. Das kann ich nicht glauben, dass der Affe heißt. Affe. Okay. Cool, wie nennen wir diesen Affen? Ach, den nennen wir jetzt mal Affe. Ich mag feuchte Orte. Das kommentiere ich jetzt mal nicht. Shiro.
heißt der Weiß und den weißen Anzug. Zerbrich was zerbrochen, was. Was zerbrochen werden kann. Okay. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel Zelda gespielt. Ein paar Vasen zu viel zerstört. Bitte was. Mondstein. Ich kann nicht schlafen, weil meine Nase verstopft ist. Das deine Probleme sind. Monsei. Ich möchte dich nicht so anstarren. Haben wir dich nicht angestarrt? Wenn du geduscht hast? Voll gut. Wilkinson. Wegen Wilkinson oder was? Diese Rasiermarke. Wenn du deine Augen öffnest, kannst du dich nicht verlieren. Manchester. Die Grundregel besteht darin, den Scheiter zu bestätigen, wenn sie ihn sehen. Ja, true. Monchan. Das ist für mich kein Schande. Das ist für mich... Oh Gott. Überraschung, Horror, Jumpscare oder was. Das ist für mich ein Kannibale, der Typ. Masaruku. Ich habe Angst und tue so, als würde ich es nicht bemerken. Ukiya. Drama ist das Lehrbuch der Liebe. Okay. Oh, King Vamp. Salium. Warum hast du so einen beschissenen Namen? Wut auf dem unteren Mundbereich auftragen. Weil Salium eine Salbe ist oder was? Mora. Das Vergessen von Schuhen ist Teil. Ah, jetzt ist die Übersetzung wieder weg. Ich mache mal ein Foto. Ist Teil der Rechnung. Okay. Noch eine Mumie. Sarbus. Vielleicht habe ich mich verlaufen. Okyahige. Ich vertraue nicht einmal meinen Freunden. Das ist echt tolle Freunde. Oh, Superman. Der ist einfach her. Ja, super her, wohl er. Alle meine Träume sind Albträume. Hä? WTF. Wieder Meisterbart? Hä, es ist schon so lange her. Okay. Was hat er gesagt? Lass mich raten. Wookie Rosa? Wookie Rosa. Und du sagst, eine Frau hat zwei Gesichter. Lass aber mal so stehen, ne? Ich bin auf jeden Fall keine Yandere, John. Das kann ich euch sagen. Montrita. Und was sagst du? Ich bin am glücklichsten, wenn ich hänge. Sargi. Ich frage mich, ob noch etwas Gutes fallen wird. Hä? Weil die Bäume angreift oder was? Merlin. Hä, Merlin ist doch ein Zauber und keine Meerjungfrau. Bitte unternimmt etwas dagegen. Licht. Da ist einfach Licht. Leid, Yagami. Ich bin vor der Wirtschaft davongelaufen. Hä? Kuromami. König Muteppo. Das ist seine Beschreibung. König Muteppo. Kaimon. Kimon wahrscheinlich. Ich habe meinen Schlüssel mehrmals in die Toilette fallen lassen. Oh mein Gott, wie kann sowas denn passieren? Imagine, ihr spürt euren Haustürschlüssel oder so die Toilette runter. Monkes. Der Typ auf der anderen Seite des Ganges ist gruselig. Warum mal das war. Monmo. Stell dich nicht hinter mich. Ukimoto. Watashi wa Ukimoto des. Ich werde es auch in kleinere Schachtel packen. Okay.
Atmon. Junge Kiesen, das heißt, was ist Junge Kiesen? Kiesen. Tanichi. Schrumm sie im Boden. How about no? Ah, das übersetzt doch nicht. Einfach jetzt. Hayami. Hayami. Sie können sogar auf einen Rollsteig rückwärts fahren. Monkett. Mir wird in großer Höhe schwindelig. Dann hast du nicht deine beste Ausrüstung gewählt, weil du einen Jetpack hast. Raymond. Schalten sie häufig ab. Ja, aber nicht bei meinen Videos hier. So nicht. Sakchin. Halte dein Herz fest. Das ist lustiger als der mit der Herzkanone. Saipaktio. Ich kann nicht gegen Roboter verlieren. Okay. Mokchan? Mokchan sagt, ich habe eine Miniatur davon. Wovon? Von den Roboter? Monkichi. Eines Tages werde ich mich reinschleichen. Okay. Macht einen auf Metal Gear. Ja, schade, ne, dass man nicht irgendwie Pippo Ocelot oder Darth Vader oder sowas, weil man ja in dem Spiel alle Affen übernimmt. Das wäre so cool. Hab man leider nicht eingefügt. Oyemon. Egal, wohin sie gehen, sie werden sofort entdeckt. Sag das nicht zu Solid Snake. Was? Nutal? Nutella oder was? Tierfreundlich. Der Hammer spricht da nichts für, aber okay. Pack. Da ist auf Pack. Sabbat beim Konzentrieren. Ihr habt alle Habits. Mocken. Gurgeln sie nicht und waschen sie ihre Hände nicht. Wach! Der Affe sagt, man soll die Hände nicht waschen, okay. Gruselig. Loser. L-U-S-A, aber. Da ist einfach Loser, okay. Ich habe vor, weiter in der Schwerkraft zu trotzen. Monty. Ich möchte ein kleiner Teufel genannt werden. Dafür warst du nicht gefährlich genug. Ossa. Alles Mögliche kommt aus deinem Mund. Wir kommentieren das mal nicht. Sartomo. Ich mag es nicht, wenn es zu heiß ist. Ja, endlich mal. Alle beschweren sich nur über Kälte. Erste vernünftige. Ukiota. Es ist bereits 10 Jahre her, seit ich Shigeki gejagt habe. Okay. I mean, die Affen haben ja auch noch Fell und Pelz und so, die müssen ja noch mehr schwitzen. Shukaki. Oh, ist das kacki. Es gibt Leidenschaften, die man nicht auslöschen kann. Okay. Monchiku. Monchiku, wow, wow. Sieht aus, als wäre ich ausgebrannt. Kikyu. Ah, das ist hier Iron Fist. Gegenüber älteren Schwestern bin ich wirklich schwach. Lächeln. Da ist einfach Lächeln. Ich mag Hochlandbananen. Was sind Hochlandbananen? Ein Kiki. Ich habe kürzlich versucht, das Nigiri zu wechseln. Was ist irgendwas mit Sushi? Uki Leish. What the fuck? Ärgerlich, ungeduldig. Melke? Bitte melk mich nicht. Space Food Eis ist mein Favorite. Ist da oben eigentlich meine Geburtstag?
Nee, Stufe 18. Okay. Kyokyoro. Rufen Sie mich an. Ja, gib mal die Nummer. Dann mache ich das im Video. Mokutan. Verwenden Sie in E-Mails häufig Herzen. Nein. Imagine so ein Business-E-Mail und dann Herz, Herz, Herz. Lieber nicht. Da ist einfach Zitrone. Okay. Chudon mit Jagdraketen. Was zum Geier? Das gefällt mir. Manche Übersetzungen können einfach nicht richtig sein. Überlassen Sie den Luftkampf mir. Oh, Sayaka. Sayaka. Oh Gott, ich buchstabiere euch das mal. Z-A-Y-A-G-A. Nicht Sayaka, Sayaka. Das kann nicht mehr. Beim Versand von Pakuo-Büchern. Was sind Pakuo-Bücher? Oh, diese ganzen japanischen Insider, ey. Hoha! Ist besser, wenn sie fünfmal hineinbeißen. Sanus. Aber bitte mit Sanus. Ich bin an einen hässlichen Ort angekommen. Ah, das Labor. Schlimmeres, I guess. Letzter Level. Natürlich auch die meisten Affen, ne? Moin, ja. Ich habe nur mit Dosen überlebt. Ja, Dosenfutter funktioniert. Salma. Zögern Sie nicht. Surf-Fan heißt er. Surft er auf seinen Spiegel oder was? Durch Geruch erkannt. Wow, Dolly. Was waren diese englischen Namen? Die Geschwindigkeit bei Öffnen der Tür ist hoch. Na gut, wir haben in unserer Ape Escape Spiel auch mal mehr japanischen Namen. Salmen. Du kannst beim Springen angreifen. Judon Cell. Montia. Ich fühle mich in letzter Zeit schläfrig. Ich fühle mich immer schläfrig, leider. Wegen meiner blöden Krankheit. Das wird wieder nicht übersetzt. Estan. Es ist 20 Jahre her, dass ich mit den Klettern an der Wand angefangen habe. Okay. Glückwunsch, I guess. Taru. Kennen Sie die echte Sora? Hä? Ich kenne den Sora mit einem Schlüsselschwert. Aber nicht die Sora. Ah, come on. Das ist ein geiler Name. Ich brauche auch eine Aufladung in meinem Leben. Ich heiße einfach Arkamon. Daniel. Einfach ein klassischer Name. Ich bin ohnmächtig geworden, weil ich einen Horrorfilm gesehen habe. Wie? Wie? Spiel mal Silent Hill 4, dann wird es wirklich ohnmächtig. Muro. Es heißt, ich sei nicht freundlich genug. Vielleicht liegt es an deinem Hammer. Ich weiß nicht. Monkiller. So weit gekommen zu sein. Letzte Level, ne? Monsini. Schützen Sie den Kern. Sapporo. Trifft es nicht den Kern? Was habt ihr mit euren Kern? Weil der Kern ist, oder was? Manja. Ich muss mich ständig an der Toilette festhalten. Boah. Die haben echt Probleme. Kikiro. Versuchen Sie es nicht zu sehr. Okay. Baby, Baby. The Baby, oder was? Hä? Heißt du echt The Baby? Wir müssen auch den Kern oben schützen. Einfach The Baby, der Rapper. Okay. Avalo. Aber Rainbow heute Abend. Was ist aber Rainbow? Sadol.
Ich war in letzter Zeit süchtig nach Menko. Menko ist das Kartenspiel, Leute. Das ist wie Gachi King, das Minispiel. Das ist das Originale, wo man die Karte flippen muss. Cool, das habe ich sogar verstanden. Kapien. Er ist ein netter Kerl, aber er kann die Atmosphäre nicht lesen. Na gut. Ich glaube, der Affe heißt Zahl 10.000. Ich glaube, muss ich nicht viel übersetzen. Was sagt er denn jetzt? Eigentumswohnung Overida. Ist das irgendwie High Class in Japan oder was? Overida? Ich habe keine Ahnung. Der weiße Affe, ich meine natürlich Wookie Weiß. Hören Sie sich meine Geschichte an. Nein, alter Mann, nein. So, und jetzt zu guter Letzt natürlich die one and only Spectre. Ja, Spectre. Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand in die Quere kommt. Leider hast du schon wieder verloren in diesem Escape-Teil. I'm so sorry. I'm so sorry. Ja, und das war ein viel zu langer Ape Escape Part. Bonus Part mit allen drum und dran. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Jetzt haben die Affen ein bisschen neu kennengelernt. Der Humor war auch hier wieder lustig. Auch wenn es ein paar japanische Insider jetzt gab, die ich jetzt nicht so verstanden habe. Naja. Speichern wir das. Und dann belassen wir es bei 89%. Sieht immer so doof aus. Aber naja. Gut, ihr Lieben, das war Sao Sao Big Mission, das coole Ape Escape Spiel, was Japan exklusiv ist, was niemand kennt, aber dann doch so ein Hidden Gem ist, was so cool ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es jetzt an einer Aufnahmesession durch Let's Play. Ich schreibe dich auf, das macht übel süchtig, das Spiel. Ich werde es bestimmt noch mehrfach durchspielen. Das ist einfach ein tolles Game. Na gut. Daumen hoch. Eure Meinung zum Spiel ab in die Kommentare. Und bis zum nächsten Let's Play. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier auf die Playlist des Projekts klicken. Da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Hier kannst du draufklicken. Da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ciao!